Indonesien eine formale Protestnote wegen der Grenzübertritte von US-Truppen in Osttimor versandt. Und wenn uns die indonesische Regierung weiter im Kampf gegen den Terrorismus behindert, hat den Dara Dandoa erfolgreich aus Osttimor vertrieben und einzelne Widerstandszellen zerstört. Die Probleme in Indonesien sollen in Kürze gelöst sein. Erhielten US-Truppen für begrenzte Einsätze auf indonesischem Gebiet. Allerdings unter der Leitung Lambert, was soll ich mit zwei Babysittern? Ich bin noch ein großer Junge. Sam, diesmal müssen wir eng mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten. Es gibt eine Verbindung zum Bankkonto von Soft Laptop. Eine große Summe ging an einen Wohltätigkeitsverein. Tarnung für eine syrische Terrorzelle in Jerusalem. Ich wusste, dass der Pinguin ein Wohltäter ist. Weiter? Einzelheiten gibt es, wenn du vor Ort bist, du großer Junge. Willkommen in der heiligen Stadt, der Geburtsstätte von Judentum, Christentum und Islam. Hier haben Liebe und Frieden also ihren Ursprung. Genau, und der Frieden des heutigen Abends. Aufgrund wiederholter Überfälle haben die Behörden eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Straßen dürften also leer sein. Klasse. Je weniger Zivilisten, desto einfacher mein Job. Aus meinen Flaschen uns geht nicht hervor, ob wir es mit Shin Bet oder Mossad zu tun haben. Hoffen wir, dass es der Mossad ist. Den Nachrichten aus Fort Meade nachzuurteilen, hat unsere Seite Schwierigkeiten, Antworten vom israelischen Geheimdienst zu erhalten. Warum grinsen Sie? Ich denke an meine Mutter. Wie ergreifend. Sie wollte immer, dass ich eine Pilgerfahrt nach Israel mache. Wenn ich eine Postkarte finde, bringe ich sie Ihnen mit. Sehr witzig. Wir sehen uns nach getaner Arbeit. Viel Glück. Viel Glück. Das sieht nach einem heiklen Auftrag aus. Brampton verhandelt mit dem lokalen Geheimdienst. Der Mossad? Viel besser. Shin Bet. Ich bekomme Gänsehaut. Wen sollen wir foltern? Niemanden. Zuerst einmal solltest du dir dein SC-20K besorgen. Wäre es sinnvoll, es mir einfach zu geben? Wir mussten den Lauf überarbeiten lassen. Nur ein Mann in der Gegend war dazu in der Lage. Ein alter Waffendealer und CIA-Freund. Er arbeitet im Hinterteil eines kleinen Ladens. Er wartet auf dich. Details auf deinem Offset.
המצב מספיק טוב. אי אפשר לדעת. בכל אופן, העוצר הזה אינו נכפה וגם אינו נשלט. מצד שני, המשטרה נראית מאוד מתוחה. בדיוק, הם כבר לא שולטים בכלום. אתה חושב שתהיה עוד התקפה הלילה? אני לא יודע, אבל עדיף שלא נישאר באזור העיר העתיקה. אני יודע, אשתי ואני חושבים לעבור חזרה לתל אביב. נראה שהמצב פחות מסוכן שם. אתה באמת חושב כך? אין מקום מסוכן יותר מירושלים. דברה. Hier können Sie nicht bleiben. Gehen Sie nach Hause. Lassen Sie mich noch meinen Orangensaft austrinken. Sie können die Nacht im Gefängnis verbringen, wenn Sie möchten. Okay, ich gehe ja schon. Ich sagte sofort.
Wir haben keine Wahl. Sie müssen sterben. Wir wollen nur die Waffen und das Geld klauen. Wir würden auch dein Leben nehmen, aber wir brauchen es nicht. Runter mit der Waffe und raus! Wir lassen dich laufen. Sie Saul Berkowitz? Gott sei Dank, Sie kommen im richtigen Augenblick. Sie sind Mr. Bruntons Mann, oder? Wer waren die? Diebe. Normalerweise traut sich niemand an mich ran. Schon gar nicht in meinem Laden. Ich sollte ein paar Anrufe tätigen. Sie haben etwas für mich? Ja, nur eine Kleinigkeit verglichen mit dem, was ich Ihnen schulde. Besser mit einer Waffe in der Hand. Viel besser. Danke. Dein nächstes Ziel heißt Dahlia Tull. Brunton. Miss Tull ist eine Schimbett-Agentin, die bei lokalen Terrorzellen eingeschleust wurde. Durch sie wissen wir mehr über die Terrorverbindungen des Norman Soth. Wir hoffen, dass sie uns etwas über einen größeren Geldtransfer erzählen kann, den Sardono über ein Konto getätigt hat, das er zum Waschen von Drogengeldern benutzt. Das ist eines der interessanteren Brückchen aus Soth Laptop. Finde Dahlia und sprich mit ihr. Infos auf dem Upset. Sie haben Änderungen daran vorgenommen? Ein paar kleine, ja. Ich habe besonders an der Akustik des Laufs gearbeitet, den Abzug eingestellt und die Schusseigenschaften verbessert. Nett. Wenn Sie es mal probieren möchten. Ich kenne ein diskretes Plätzchen in der Nähe. Da sage ich nicht nein. Ausgezeichnet. Hier entlang. Folgen Sie mir, wenn Sie wollen. Was ist mit unseren Freunden? Unseren Freunden? Unseren toten Freunden. Ah, die Leichen haben Zeit. Ich kümmere mich später darum. Da wären wir. Sie können damit rumspielen, aber schießen Sie nicht. Ich konnte es nicht leiser machen, ohne Genauigkeit und Reichweite zu beeinträchtigen.
Ich habe das Zielfernrohr kalibriert. Es wird Ihnen gefallen. Natürlich ist es immer noch so empfindlich wie ein Schmetterlingsflügel. Beim Zielen sollten Sie den Atem anhalten. Er steht in einer Lache. Ach, dieser Idiot. Ich mag Ihre Ideen. Versetzen Sie ihm einen Stromstoß. Gut. Vielleicht könnten Sie sich um den Körper kümmern. Ich muss schon die Gäste von vorhin bedienen. Sicher. Danke für die Mühe. Die Waffe gefällt mir. War mir ein Vergnügen. Aber tun Sie nichts damit, was ich bedauern müsste.